herzlich willkommen zur Folge 49 des Euro Truck Simulators 2. Ich habe es endlich mal wieder geschafft. Ich komme zu Aufnahmen. Ja, gestern kam ja auch schon wieder was. Ich probiere jetzt wieder ein bisschen aktiver zu sein, wie ich euch ja schon angekündigt hatte. Und ja, ich muss hier erstmal so ein bisschen kurz ins Firmengeschehen wieder reingucken. Weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich alles gebaut hatte. Also, Mannheim ist voll belegt mit 3 von 3. Aufrüsten kostet 100.000, okay. Haben wir im Moment nicht. Und ja, hier die Profitstrecke. Was? Warum hat die einen viel höheren? Hä? Na, ist ja auch Wurst. Also ich wollte nur gucken, was wir hier jetzt alles haben. Also wir haben immer noch die 3. Sorry, ich bin immer noch nicht ganz fit. Wir haben 3 LKWs. Und ja, ich hatte hier gerade eine Meldung von wegen, ja, hier zu sicherer Grund zurückgestellt. Ah ja, genau, natürlich. Da startet man dann wieder bei seinem Firmengelände. Weil ich wahrscheinlich einfach viel zu lange nicht mehr gezockt habe. Aber da kommt ja gleich was Gutes. Mannheim nach Köln für 11.000 Euronen. Und das nehmen wir doch gleich mal an hier. So. Da sind wir natürlich ein bisschen falsch rausgefahren. Dann blockieren wir die ganze Straße. Ist ja wurscht, wir sind hier in die Könige. Ja, wenn wir uns denn hier mal nicht vertun. So, ja, Steuerung. Muss ich jetzt gerade auch erstmal wieder reinfinden. Ist natürlich schon eine Weile her, knapp 3 Wochen, dass ich nichts mehr aufgenommen habe, weil ich glaube, es kamen knapp 3 Wochen keine Aufnahmen und davor war ich eine Woche im Urlaub. Die hatte ich natürlich vorproduziert. Ach nee, und jetzt kriegen wir hier schon wieder eine rote Ampel. Was soll denn das? Ja, Euro Truck Simulator ist jetzt der zweite Simulator, den ich gestartet habe. Ja, ihr habt ja am Montag gesehen hier American Truck Simulator. Im Allgemeinen gefällt mir das Euro Truck Simulator noch ein bisschen besser. Ist ein bisschen einfacher. Wo muss ich denn hin? Warum fahre ich denn hier raus aus Mannheim? Wir fahren hier über den schönen Rhein. Mal über den Rhein. Na, erstmal über den Bahnhof. Eieiei. Also, Leute, ich hoffe, ich mache hier nicht gleich wieder irgendeinen Scheiß, ja, dass es hier eine Crash-Folge gibt. Und da ist ein riesen Parkplatz. Die Städte wurden umgebaut. Mannheim war doch nicht so riesig, oder? War Mannheim so groß? Ich habe keine Ahnung, was hier umgebaut wurde. Italien ist immer noch gleich. Skandinavien. Ich habe keine Ahnung. Konnte man in die Slowakei und die Ukraine nach Ungarn? Ich glaube, da konnte man auch hin, weil da war ich ja schon in ein paar Dingern. Glaube ich. Naja. Vielleicht finde ich ja noch raus, was geändert wurde. Muss ja irgendwo ein Changelog geben. So, wir bringen jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein paar PKWs, Autos,
nach Kölle. Und ja, wir sehen uns wie immer dann in Köln. Bis dahin. In Köln, Kölner Dom voraus, seht ihr da vorne. Und ich habe mal wieder einen super krassen Fehler gemacht. Ich war ja so lange nicht eingeloggt und dachte mir, gut, nimmst du den teuersten Auftrag. Ja, und dann bin ich losgefahren und dann ist mir aufgefallen, scheiße, musste in der Stunde musste Pause machen. Ja. Dann habe ich Vollgas gegeben, habe einen Haufen LKWs überholt und gut Zeit, also Zeit gut gemacht. Dann bin ich rausgefahren auf eine Raststätte und dann habe ich kurz mit McFisto auf Facebook geschrieben. Ja, und dann habe ich mich eingeloggt, habe ich hier wieder weiterfahren wollen. Und hab das auch gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, du hast noch gar nicht geschlafen. Also wieder zurück. Ich guck mal gerade nach dem Auftrag. Nach Frankfurt. Nimm mal den teuersten. Nimm mal den teuersten, was soll's. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, scheiße, du hast noch nicht geschlafen. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Luft. Da hatte ich recht. Ja, habe ich hier einen U-Turn auf der Straße machen müssen. Damit ich noch zum Schlafen komme. Und das hat dann auch geklappt. Also das hat hingehauen. Und ich habe mich ja gefragt, was hier geändert wurde. Unter anderem sehen wir jetzt gleich, Moment, ich gucke, dass ich es hinkriege. Die KMA-Anzeige in der Anzeige rechts. Die KMA-Anzeige in der Anzeige rechts. Komm, Adi, weg, Auto! Also jetzt rechts oben, da seht ihr die KMH-Anzeige rot hinterlegt. Ja, sobald ich das Geschwindigkeitslimit überschreite, zeigt er mir an mit dem roten Balken, ey, du wärst viel zu schnell. Das ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht, ja.
Weil in England zum Beispiel, da bin ich mit den Meilen und den km/h immer ein bisschen durcheinander gekommen. Da wusste ich nie, bin ich jetzt zu schnell oder passt es noch? Und ich glaube, das ist somit jetzt erledigt. Ja? Deshalb ist das ganz cool. Wir transportieren jetzt ein paar Gabelstapler. Ich wollte gerade sagen, das reicht nicht. Hallo, vorwärts. Habe ich mir den Kühler kaputt gefahren? So. Wir müssen da hinten raus, dann machen wir das auch mal. Immer noch 1% Schaden, ist okay. Rush Hour gerade hier. Gut, also wir fahren nach Frankfurt am Main. Bis nachher. Auch den zweiten Auftrag haben wir angebracht gleich. Diesmal mit weniger Problemen, finde ich. Wie zuvor. Ja, diesmal muss man auch nicht schlafen. Diesmal hat man ein Risiko weniger. Aha, und jetzt bin ich wieder zu dumm zum Einparken. Mann, da könnte ich mir jedes Mal einen Kopf fassen. Habe ich gerade auch gemacht. Manchmal stelle ich mich an wie der erste Mensch. So, fertig. Fertig, angebracht hier. Und ich denke, wir fahren noch einen Auftrag. Nach Nürnberg. Sorry Leute, wirklich. Tut mir leid. Nach Nürnberg.
Nürnberg oder Dortmund? Wir fahren nach Nürnberg. Da muss man nur erstmal gucken, wo man den Auflieger abholen müssen. Ich glaube, in dem Changelog wurde auch der Traffic verändert. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, hier fahren viel mehr Autos rum. Tree IT. Da müssen wir hin. Der Volvo davon. Na, Rundumleuchte können wir mal ausmachen. Ah, der Volvo. Hallo. Der will mich ärgern. Ach, er ist nur 50. Trotzdem, der fährt 40. Der fährt hier mit 30 auf der Landstraße rum. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wer nachgibt, ha? Komm, schieb dich weg. So ein Vollpfosten. Der fährt hier mit 30 auf der Landstraße rum. Jetzt fährt er rückwärts. Hallo? Ja, jetzt. Wo will denn der hin? Manometer. Er fährt dann mit 30 auf der Landstraße rum, sodass ich in den reinkrach. Und ich kriege wie immer. Ja, ich krieg die Strafe. Meine Fresse. Das ist ja mal ärgerlich hier. Und jetzt ist der Auftrag weg. Jetzt ist der Auftrag weg. Och Mann. Das gibt's doch nicht. Angezeigt. Ah, doch, hier ist er. Nee, komisch. Das komische raupenartige Traktorteil hier müssen wir transportieren. Das komische Teil. Boah, was ist das jetzt? Traktor RS. RS666. Der Teufelstraktor. So, dann gucken wir mal, wie schnell wir den nach Nürnberg kriegen. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr überhaupt dabei seid, nachdem ich so lange nichts gemacht habe. Bis nachher in Nürnberg.
zurück in ETS 2 und zwar am Ziel in Nürnberg, aber nicht korrekt eingeparkt. Naja. Ja, die Fahrt war ereignislos. Ja, ich habe mir nur manchmal gedacht, alter Falter, das Teil ist ganz schön breit. Müssen wir schon wieder schlafen? Ja. Aber wir haben es, wie gesagt, ohne Probleme hierher geschafft. Und haben dieses Mal... Moment, ich wollte noch kurz schlafen. Ja, bevor wir hier das nächste Mal wieder vergessen. Ja, da vorne ist ja gleich eine Tanke. Da können wir dann gleich schlafen gehen. Wir haben diesmal fast 35.000 Euro gemacht. Ui, sogar ein bisschen mehr, wenn man nicht noch einen Unfall baut. Beziehungsweise, wir haben ja auch 400 Euro Strafe zahlen müssen, ja. Weil der doofe Volvo ist ja nicht weggegangen. Der wollte mir keinen Platz machen. So, Motor aus, schlafen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.